Hallo und herzlich willkommen in meiner Kreativwerkstatt. Schön, dass du dabei bist. Ich bin Angela von der Stempelfamilie. Heute gibt es einen weiteren Beitrag in der Reihe Stempeln von A bis Z. Ich werde oft gefragt, wie geht denn dieses und jenes und das? Und deswegen letztens habe ich diese Briefmarken gezeigt. Hier habe ich welche mit Hühnern und mit Eseln und mit Meer. Ja, wie geht denn das, dass ich das Motiv in diesen Rahmen reinbekomme? Passgenau. Hier sind übrigens meine verrückten Hühner. Ankige Hühner. Ja, das zeige ich dir heute. Die Box, wenn dich es interessiert, die Anleitung dafür verlinke ich. Eine Ziehverpackung zeige ich dir gern in einem anderen Video. Jo, wie mache ich das? Es gibt ja zum Beispiel Stempel, die Rahmen sind. Hier zum Beispiel haben wir diese Briefmarke. Das Oval oder das Herz. Es ist bei allen gleich. Ich zeige dir das jetzt an den Briefmarken. Du stempelst einmal den Rahmen, ist ganz klar. Und stanzt ihn dann aus. Genau angepasst. Wunderbar. Und dann würdest du im besten Fall, was nehmen wir, weil es so schön ist und die Hühner aktuell wieder da sind, nehme ich mal die verrückten Hühner. Und stempel hier mal so ein Huhn. Auf den Rahmen. In den Rahmen ist der Plan und das zeige ich dir. Jo, so wäre er gestempelt, aber eben nicht so, wie ich das haben möchte, denn ich möchte ja das verrückte Huhn genau in den Rahmen reinhaben und dass am Rand kein Huhn zu sehen ist, keine Teile vom Huhn. Ganz einfache Sache, du denkst dir das sicher schon, ich zeige das nochmal. Ich stempel den Rahmen auf hier so. Post-it-Zettel einmal drauf, schneide dann, ganz einfach, mache ich gleich bei mehreren, drei Stück, schneide dann das Innenfeld raus. Kannst du dir das sicher vorstellen, ich zeige das nochmal kurz, schneide das exakt am Rand aus, habe das hier schon mal fertig vorbereitet und habe dann so einen Rahmen, den ich anhaften kann, also aufheften kann auf meine Motive. Hier habe ich die Motive. Hier ist der Klebezettel. Dann setze ich das Klebeteil, dann setze ich das hier passgenau auf den Rahmen auf, also auf die angefangene Briefmarke. Und mache das gleiche wie eben. Stempel mein verrücktes Huhn da rein, nehme den Rahmen wieder ab. Und du siehst, nichts schaut mehr rüber, das Huhn sitzt genau drinne und der Rand ist sauber und frei. Ich stanze die Marke aus. So schaut's aus. Koloriere mit dem Blends mein verrücktes Huhn. Das kannst du dir sicher vorstellen, wie das geht. Einfach einmal kolorieren. Ich male meistens zuerst mit dem dunklen und dann mit dem helleren Stift. Hier werde ich mal den Hintergrund ausgestalten. Ja, wie man koloriert, habe ich in einem anderen Video gezeigt. Hier sind die fertigen Motive. So einfach ist das, wenn du das Stempelmotiv exakt genau in einen Rahmen bekommen möchtest. Geht mit jeder Form, mit jeder Art. Ja, so einfach. Briefmarken stempeln könnte man übrigens noch mit den Stanzformen aus dem Stempelset, also aus dem Produktpaket Kneckenpost. Und was kann ich dir noch für einen Tipp mit auf den Weg geben? Kennst du garantiert auch schon. Wenn ich diese Briefmarken günstig stempeln will, dann kann ich einmal natürlich mein Blatt nehmen und bestempeln. Dann muss ich immer gucken, so muss ich ransetzen. Okay, passt das schon irgendwie? Ja, das passt. Ich kann das aber auch so machen, dass ich mir Streifen zurechtschneide. Nun weiß ich, das ist in diese Richtung, also senkrecht die Briefmarke ins Papier reinzufahren. Also habe ich mir in dem Fall ausgemessen, wie breit ist das Teil. Hier geschaut. Okay, es sind exakt 5 cm, wahrscheinlich 5,1. Dann wird ein Streifen reichen mit 5,5 cm oder 5,25 cm. Also habe ich mein A4-Blatt genommen, habe es einmal längs in der Mitte geteilt. Bei 21 cm sind das dann 10,5 cm und die Streifen habe ich nochmal geteilt. Dann sind wir bei 5,25 cm. Wenn ich exakt stempel, funktioniert das. Meine Briefmarken passen genau drauf. Und so mache ich das, wenn ich einzelne
viele Motive stempeln möchte, dass ich mir vorher die Streifen schon natürlich in Größe zurechtschneide. Ja, das war's für heute. Ich hoffe, kurz und hoffentlich knackig. Falls du weitere Fragen hast, immer her damit. Ich beantworte sie gern, was ich weiß natürlich. Und ansonsten weiß ich, wo ich Antworten finde und gebe sie gern weiter. Abonniere meinen Kanal und klicke auf die Glocke neben dem Abo-Button. Dann verpasst du keine meiner weiteren Anleitungen und Tipps. Ich wünsche dir kreative Zeiten. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich schon drauf. Deine Angela von der Stempelfamilie.